Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 or 2 Days. Und ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt in einem Let's Play Part, dass ich den Part mit dem Bosskampf beginne. Aber der wurde auch schon angekündigt, denn wie ihr gerade gesehen habt, wir haben ja im letzten Part alle Lampen angemacht und nun ist der Nova-Schatten durch erschienen. Und wir müssen da ein bisschen auf Distanz kämpfen, weil der nämlich so eine fiese Aura machen kann, wenn der sich mal herbei teleportiert. Vielleicht ist ja Eis gut gegen den. Ja, doch, Eis ist richtig stark. Also ich glaube, ich habe Eis unterschätzt. Also im Moment habe ich das doch schon wieder öfter mal gerettet. Ich warte ja auch schon auf Blitzgar oder Feuergar, kann ich auch mal nächstes Mal benutzen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das ist. Ich weiß nur, dass Feuer eigentlich das Stärkste war, auch wenn sich das komisch anhört. Natürlich Feuerer und Feuerer sind noch stärker, aber die können aber nicht so gut zielen, das ist das Problem. Ich glaube, Feuerer macht, ich glaube, das macht drei Salben oder sowas, bin ich jetzt auch nicht so sicher. Genau, und hier ist eigentlich immer gut, so ein bisschen in der Luft zu bleiben, Distanz, bis er erscheint. Und jetzt ist er los. Ja. Sieht ja gut aus, der verliert schnell seine KP, der haut nicht mehr so schnell ab. Ich habe zwar keine Magie mehr, aber das macht nichts. Also war jetzt doch nicht ganz so schwer. Und kommt, ja. Was kriegen wir? Schildtech-Gluster damit. Nein, vielleicht wird das Teil haben. Naja. Gehen wir zurück, Roxas. Weil ich will das Schildtech Plus jetzt noch haben. Ach, dahin liegt es auch. Sehr gut. Denn ohne das haue ich nicht ab. Kein Fall. Dann. Ach, scheiße. Komm, Diamant. Weg mit dir. Aber die Mission merke ich mir, weil hier kriegen wir echt richtig geile Sachen. Doch die, ja. Die mache ich wirklich mal, um Materialien zu farmen. Ich glaube, das werde ich eh auch offscreen demnächst auch mal ein paar Mal machen, dass ich so ein bisschen mal Materialien farme, damit wir auch mal stärkere Schlüsselschwerter und schnellere Level-Ups haben. You're early. No, you're just late. Today makes 255. What's that about? It's been that many days since I first joined the organization. Man, time flies. So, you got the number memorized, do you? Yeah. Have to hang on to something, right? It's not like I have memories from before the organization. Don't you remember? I acted like a zombie. Right, that first week you could barely form a sentence. But come on, you're still kind of a zombie. Oh, thanks. Hey, Roxas. Bet you don't know why the sun sets red. You see, light is made up of lots of colors. And out of all those colors, red is the one that travels the farthest. Like I asked, know-it-all. Seriously, where is she? Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, dass gerade war die Cutscene, die man ganz am Anfang einmal gesehen hat, weil wir jetzt ja wieder bei Tag 255 ja sind. Und was ich jetzt gerade noch sagen wollte, weil die Cutscene hat mich unterbrochen, eigentlich nur, dass ich vielleicht dann offscreen auch mal ein bisschen Items farme, was Level und sowas, einfach damit ich schneller vorankomme und ich nicht alles vor der Kamera machen muss. Das war eigentlich auch schon alles. Roxas. Ich weiß nicht, ob sie heute noch auftaucht.
Sie wieder zusammengebrochen? Sie. Was hast du. Hast du es nicht gehört? Sie wurde auf eine sehr wichtige Mission geschickt. Ja, wir wissen aber wirklich, was vorgefallen ist. Und Axel weiß es auch. Das haben wir nämlich im letzten Part gesehen. Ziemlich cool, hm? Oh, und wann kommt sie zurück? Nun, das hängt davon ab, wie gut sie ihren Job erledigt, oder? Hm, da hast du wohl recht. Okay, wo ist sie jetzt? Nein. Dann bin ich nicht derjenige, der ich vorher war. War ich nicht? Ah, ich glaube, die denkt, ich glaube, die hat den Verdacht gehabt, dass sie vielleicht der Niemand von jemandem ist. Und jetzt hat sie erfahren, dass sie das doch nicht ist. Aber, obwohl, das ist das komisch. Jedes Mitglied besteht ja aus einem Niemand und Neuigkeiten. Oh, eine Ratsversammlung mal wieder. Shion ist weg. Ich weiß sogar, wie diese Kamera immer so schwenkt. Das haben die richtig geil gemacht. What the hell? Ey, Moment mal. Weg? Du meinst, sie ist davon geflogen? Ach, grotesk. Warum würden sie ihren eigenen Untergang heraufbeschwören? Im Gegenteil, ohne meine Erlaubnis wird niemand nach ihr suchen. Was? Warum nicht? Deine Freundin wird in Ruhe gelassen. Oder möchtest du, dass wir sie bestrafen? Ja, die wissen ganz genau, was mit ihr los ist. Ich möchte, dass du sie zurückholst. Und warum sollte ich das? Ja. Alles wird enthüllt werden, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Dann bleibt alles so, wie es ist, wenn die Zeit nicht kommt. Lord Xemnas hat gesprochen. Gehorcht oder sterbt. Das ist meine Ansage. Ich glaube, Saikt ist auch so eine Art Schleimer. Ich glaube, der will sich mal nur gut machen bei Xemnas. Also macht er mir irgendwie den Eindruck. Nur mit dem Unterschied, auch er weiß vieles, was, ja, was die meisten in der Organisation nicht wissen. Ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal den Phantom-Mod. Wir haben jetzt noch 5 Runentechts, wo wir vor der Mission nur noch einen hatten. Ja, damit. Boah, das ist, ja, die Waffe würde ich auch als nächstes vielleicht sogar machen. Auch hier, da haben wir schon einen Reichweiten-Tech Plus. Lufttech Plus, da weiß ich sogar, wie wir da rankommen. Also hier sind schon geile Sachen bei. Und Ringe brauchen wir jetzt nicht so dringend. Und was haben wir hier noch alles? Rollen-Kombo. Beim Blocken irgendwas Neues. Ah, jetzt haben wir auch Schildtech, jetzt haben wir auch diese ganzen Sachen hier bauen. Drück W, um sich schnell zu. Ja, da würde ich das hier aber sogar noch ein bisschen besser finden. Das ist auch geil. Ja, muss ich aber 2 Runentechs wegmachen. Das ist nämlich, wenn dann wird man von einem Gegner getroffen und dann kann man dann wieder so aufstehen. Aber da würde ich dann Luftrache schon besser finden, weil dann kann man den Gegner noch direkt angreifen dabei und man erholt sich praktisch. Deswegen lassen wir das noch ein bisschen. Und ja, Lufttechs werden jetzt, glaube ich, eh wieder zugespammt mit. Aber ich finde, wir sollten jetzt mal das neue Schlüsselschwert reinmachen. Dann kommt Schwert das raus. Und der Phantom-Mod plus plus kommt dann rein.
Ich hoffe aber, dass wir auch bald mal eine vierte Fähigkeit-Einheit kriegen. Am besten fünf, weil es gibt sogar eine Waffe, die nochmal, genau, die sechs Stück dann hat. Also sechs Felder verbraucht und dann bis zu fünf Fähigkeiten-Einheiten haben kann. Die ultimative Krone der Schuld. Ach genau, jetzt sind wir gegen alles ja resistent wegen diesen Ringen. Das ist echt nice. Wo sind jetzt die Fähigkeiten, die wir durch das Schlüsselschwert bekommen? Ach, das sind die, genau. Ach, genau, das ist so mit Magie. Ja, genau, das ist geil. Oder, was ist das? Ja, doch, das ist nicht schlecht, das Schlüsselschwert. Ja, sieht so einigermaßen stylisch aus. Ach, na, und was sonst noch ist, wir haben doch noch hier Feldfreigeber, ist ja wieder was frei geworden. Ach ja, das haben wir ja auch noch. Ey, dass ich das vergesse. Schande über mich. Obwohl ich eigentlich so, ja, so levelgeil bin und sowas. Das machen wir. Ja, genau. Ich weiß schon, wie wir das da reinkriegen. Das kommt da rein. Gucken, so, jetzt müssen wir. Ja, das Feuer machen wir raus, das eine. Da können wir das da reinmachen und dann haben wir unseren Stufentrippler. Waren jetzt die Stufen? Ach so, da. So. Und dann nehmen wir eine Stufe, die wir mal verdoppelt haben, raus und packen die noch ebenfalls hier rein. Haben wir jetzt ja so mal eben Level 38 erreicht. Und ich glaube sonst hier noch was. Sonst haben wir eigentlich alles. Ja, doch. Ich speichere mal wieder. Ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert, sondern immer alles nur mit Save States gemacht. Aber sicher ist sicher. Ich habe vor 5 Stunden das letzte Mal gespeichert. Also Spielstunden. Oder Aufnahmestunden eher gesagt. Oh, was habt ihr so zu sagen? Könnte sie hin sein? Ah, der Mix macht sich ja wenigstens auch etwas Sorgen und ja, und ignoriert das nicht so. Nur Narren hören auf die Karten. Wir bestimmen unser Schicksal durch Taten. Ach, was habe ich das gar nicht gelesen? Song, komm, zeig's mir, wenn du fertig bist. What? Ey! Ey, du wirst mir immer sympathischer. Achso, ein Combo-Tech plus mit einem Diamanten. Fertig, soll ich das jetzt aufbewahren oder gibt es mir jetzt was noch Geileres? Oh, ich weiß nicht. Ich will eigentlich ein Safe State machen. Ja, er will, dass wir jetzt das hier machen. Komm, ich mache jetzt einmal ein Safe State, ja? Weil. Überhaupt, wenn er uns jetzt nur Scheiße gibt, dann war das irgendwie so eine Falle. Und was erfolgreich. Okay, ist jetzt eine Herausforderung. Okay. Nee, Silber. Da hat doch gerade irgendwas von der Herausforderung noch gesagt. Guck einmal kurz, ob das sich überhaupt lohnt. Wenn nicht, lade ich den Save State eiskalt. Automatisches Ausweichen. Das finde ich sogar schlecht, weil ich glaube nämlich, das würde uns manchmal sogar ablenken. Wisst ihr was? Nee, ich bewahre das selbst auf. Muss ich den Luxord jetzt leider ein bisschen verarschen und seine Bitte nicht erfüllen. Aber der hat ein verdammtes Combo-Tech Plus-Plus gegeben, was man damit alles anstellen kann. Das ist, glaube ich, ein verdammt seltenes Item. Schwing dein Hintern auf die Mission. Ja, toll. Hier sind neue Missionen, bleib konzentriert. Oh, alles ziemlich große Missionen, ja. Ja, doch, eine machen wir noch in diesem Part. Nicht vor Feuerpflanzen in Acht. Oh, ich würde dieser Mission sogar ausnahmsweise mal auf Eis umstellen, weil ich sehe schon den Titel. Dann werde ich noch mal kurz ein bisschen Eis kaufen und schmieden. Obwohl, ich kann auch mal Eis rausholen. Ich glaube, Eis heißt nämlich echt nicht schlecht. Obwohl, steht hier ja ein. Ach nee, doch nicht. Das war der. Der bleibt ja nur so an dem Ort stehen. Das heißt eigentlich scheiße.
Wir machen jetzt noch ein bisschen Eis. Das sollte reichen, 9 Stück. Den habe ich jetzt nämlich gerade verwechselt. Oh, das war Eisgar, das wiederum etwas besser ist. So, erstmal auf Stufe 5 bringen. Obwohl, ach nee. Das Feuer kann ja da drin bleiben. Wir haben ja schon Eis auf Stufe 5. Nur hier machen wir stattdessen zweimal Eis rein und das sollte dann auch reichen. Und da oben nochmal eins. Blitze brauchen wir eigentlich eh nie in Agrabah. Haben wir jetzt 13 mal Eis, das sollte reichen. Und dann gucken wir auch mal, wie das Schlüsselschwert so ist, weil es ja auch auf Magie ein bisschen basiert. Dann passt das ja. Ja, sammeln wir mal Herzen und Missionen sind eigentlich jetzt völlig für den Arsch. Aber, naja, aber vielleicht ist ja in den Thronen wieder was Gutes. Ja, okay, gleicher Stufe plus. Ja, wenn man davon spricht. Boah, hat er das gerade gesehen? Ja, doch, das ist geil, das Schlüsselschwert. Das hat was. High Potion. Ein Abzeichen. Aber ich guck trotzdem noch mal, was es hier noch gibt. Bevor ich jetzt in die Höhle des Löwen gehe. Ja, doch, das haut voll rein. Das hat sich richtig gelohnt. Ach, Mann. Ah, okay, jetzt hat er mich leider stumm gemacht, aber ich glaube, ich greife eh lieber so an. Ach, das ist doch mal so ein Boss gewesen, ne? Ja, allgemein, Agrabah waren ja schon ewig nicht mehr. Fällt mir mal so ein. So ganz nebenbei. Ja, komm. Na gut, jetzt muss nur noch der Oberasi besiegt werden und das machen wir jetzt locker. Ja, finished, Yugi. Naja, komm, das reicht natürlich. Ja, okay, haben wir jetzt einmal das Autor-Recover genommen. Ich hab's eigentlich auf Y gedrückt, um zu blocken, aber war bestimmt wieder zu spät oder sowas. Jetzt habe ich im Moment, bin ich ja immer noch stumm, leider. Ich muss jetzt langsam mal verfliegen. Boah. Ja, was ehrlich, ich wollte gerade sagen, wie lange hält das noch an? Boah, Feuer ist immer so schön stark gegen den. Aber der hat mal so ein einfaches Angriffsschema. Also der schlägt mit seinen Fäusten zu und dann springt er einfach. Und das ist es eigentlich auch schon. Heil ihn nicht, bitte. Danke. Ja, das Schlüsselschwert ist, ja, gefällt mir echt. Ja, zum Glück heilen die sich nur gegenseitig. Ich bin so aufgeregt, wenn der jetzt mit dem letzten Schlag dann noch einmal geheilt wird. Da hatte ich jetzt nicht keinen Bock drauf gehabt. Ach, ich hab Beta auf B gelegt, ich Idiot. Stimmt, ich hole damit mal durcheinander noch. Ach. High Potion. Okay, diese Y-Kombo ist hier, glaube ich, nicht so praktisch, weil da macht er so einen Schlag nach oben und dann trifft er die Gegner meistens nicht. Aber hier haben wir nichts. Und, ach so, hier sind nochmal Assis, die uns nerven wollen. So. Donnerstein brauchen wir nicht. Aber ein High-Ether, der ist gut. Nutze ich zwar irgendwie nie, aber werde ich auch demnächst mal. Lohnt sich eigentlich echt mal langsam. Vor allem, weil Magie ist ja doch mal oft bei mir ziemlich leer auch. Aber hier ist das Gleiten echt praktisch. Wie man schon merkt. Ist hier unten noch was? Natürlich. Und tschüss.
Ach ne, die geben ja nur Donnersteine. Donnersteine brauchen wir jetzt echt nicht. Aber ich wollte auch noch über was reden. Und zwar, jetzt kommt ja bald Kingdom Hearts 3 raus. Ich vermute mal, entweder Ende 2014 oder irgendwie Sommer 2015 oder so. Also spätestens übernächstes Jahr wird das wohl da sein. Und ich habe ja auch schon so eine kleine Vermutung, wie das, wer der Endboss sein könnte. Und ich dachte jetzt einfach mal, es ist ja nur eine Vermutung. Und zwar, wenn ihr Birth by Sleep Final Mix kennt, da gibt es so eine Art Turnier. Und da kann man halt gegen mehrere Gegner kämpfen, die dann auch nur in der Final Mix Version da sind. Die sind halt total overpowered und sowas. Und der letzte Gegner ist diese Rüstung, gegen die man in Kingdom Hearts 2 gekämpft hat. Also jetzt nicht Terras Rüstung, sondern weil man kämpft dann nämlich an einem Zeitpunkt gegen Xemnas und der benutzt auch eine Rüstung, in der er dann drin steckt. Und diese Rüstung ist in Birth by Sleep dann wieder aufgetaucht als Bossgegner, aber man weiß nicht, wer drin sitzt. Und und der war halt total overpowered und so. Nur interessant ist, diese Rüstung hat das Schlüsselschwert von Xehanort gehabt, von Meister Xehanort. Und Meister Xehanort ist ja eh bekanntlich der Hauptbösewicht, der aber an den Birth by Sleep zeitlich besiegt wurde. Die Assis, die heilen ihn doch. Und ja, und das ist. Wäre es nicht möglich, dass es vielleicht nur das ist ja so eine Art Secret-Boss dann. Und es war bisher in den meisten Fällen, dass wenn ein Secret-Boss irgendwie vorgestellt wird, wo man nicht weiß, wer das ist, dann erscheint er meistens in dem nächsten Teil als Endboss oder als einer der Endbosse. Also war es, glaube ich, bisher immer. Oder der hat irgendwas mit dem Endboss-Kampf zu tun gehabt, zumindest. Oder überhaupt so mit dem Hauptfeind hat es immer was zu tun gehabt. Ja, komm her. Ah, die halten aber auch so viel aus. Ist Blitz denn stark gegen dich? Ja, es ist ausgewichen. Wie das auch bei dem Schwergewicht möglich ist. Ist Eis denn gut gegen dich? Ja, ist nicht schlecht. Und nochmal. Ja doch, Eis ist richtig heftig. Oh mein Gott. Ich habe ja den Verdacht, dass Kingdom Hearts 3 vielleicht... Ja, was ist, wenn vielleicht... wenn es eben zu einem Endkampf gegen Xehanort kommt und das ist dann einfach nur seine Rüstung, weil das ist sein Birth by Sleep so, da hat ja jeder seine Rüstung gehabt. Also da konnten die dann halt so einen Teil am Arm gehabt und dann konnten die das, irgendwie betätigen, dann haben die auf einmal einerseits so ein Fahrzeug gehabt, aber die konnten das auch in so eine Rüstung verwandeln. Und was ist, wenn Xehanort halt auch so eine Rüstung besitzt, die aber nur nicht benutzt hat und weil Xemnas ist ja der Niemand von Xehanort und kam vielleicht deswegen an diese Rüstung ran. Weil er hat halt eine Verbindung ja zu dem. Und das halt vielleicht dass der Endkampf vielleicht dann, oder einer der Phasen vom Endkampf vielleicht dann halt gegen diese Rüstung dann ist nochmal. Nur nochmal ein bisschen verstärkt und sowas. Also ich würde es denen zutrauen. Ich glaube nicht, dass die das den als Endboss dann nehmen. Aber so als vorletzten oder als eine Phase vom Endboss bestimmt. Ja, ich hab irgendwie Spaß daran, immer mal so über Spiele zu spekulieren. Das hätte ich immer bei, Pokémon Schwarz und Weiß 2 angekündigt wurden und ja, noch keiner weiß, worum geht's jetzt, was ist jetzt mit der Story und so. Man hat ja immer nur nach und nach einzelne Ausschnitte gesehen. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich meine, wenn ich mal irgendwie Ruhe hatte, wie oft ich meine Freizeit verschwendet habe, um. Ja, irgendwie zu spekulieren über Story, über bestimmte Ereignisse, über bestimmte Charaktere, die noch eine Rolle spielen. Boah, ich hab da so scheiße viel spekuliert. Hatte zwar am Ende sehr hohe Erwartungen gehabt. Wurden zwar nicht ganz erfüllt, so vom Story-mäßigen, aber haben zum Beispiel da auch noch was ziemlich Cooles geschafft. Naja, beim Kingdom Hearts 3 geht's bei mir jetzt auch schon wieder los, dass ich wieder alles analysieren will, auseinandernehmen. Ja, wenn die ganzen Trailer kommen, dann geht's wieder los. Und tschüss! Donnerstein brauche ich nicht. Eisrezept. Ja, komm, nehme ich jetzt nur mit, damit wir die Truhe auch haben.
Vielleicht sollte ich auch echt mal Rucksäcke einpacken, so langsam. Nur ich will aber meine ganze Magie und das alles da nicht weglegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ach noch, hier war ja nichts mehr. Dann gehen wir wieder zurück zur Höhle. Wo wir eigentlich auch hin sollten. Obwohl, ach nee, wir müssen ja auch dahin, um die ganzen Herzlosen zu besiegen. Und da ist noch eine weitere Truhe. Und wir sind fake. Ne, ein Eishaarrezept. Ja, ich habe dich schon gesehen. Kleines Arschloch. Und ja, das war's auch mit dir. Was ich aber lustig finde, die warnen mich vor diesen Feuerpflanzen, die überhaupt keine Gefahr sind, aber die ignorieren das völlig, wenn da diese Stahlrüstor-Viecher nochmal sind. Ne, Blitzhaar, ja. Komm, statt Eisrezept. Und, ach, ich bin so... Ah, ich hab's auch auf X gelegt, ich Idiot. Ja, hier ist noch eine. Tschüss! Oh, jetzt habe ich außerdem zwei abgefeuert. Das war scheiße. Glaube ich zumindest. Da rechts, da ist ja auch noch was. Ne, da waren wir bisher noch gar nicht, oder? Oder irre ich mich? Och, ein Luftmeister. Lol. Komm, du bist vom Typ Flug, also musst du schwächer Eis haben. Ja doch, also ich habe Eis echt unterschätzt. Im Moment ist das echt hilfreich. Feuer ist immer noch ein bisschen besser, aber Eis habe ich irgendwie echt unterschätzt. Also wie oft es mir schon den Arsch gerettet hat. Ja, okay, da oben, ja. Bestimmt geht es oben noch irgendwie weiter, aber ich glaube, da können wir noch nicht hin. Und da ist noch eine Schatztruhe. Ja, können wir noch nicht hin, leider. Aber ich hoffe, wir kriegen das auch langsam mal, dass wir Sportspoint aufleveln können. Ich glaube, ein Schlüsselschwert... Ja, das war nicht mit einem Schlüsselschwert. Das war, ich glaube, man musste echt dieses Sportspoint da... Gab es halt früher, dass man, glaube ich, noch bis zu zweimal aufrüsten kann. Und dann hat man das halt dann mehrmals. Dass man dann höher springen kann noch. Okay, dann haben wir alles. Dann ist wohl da, wo wir noch nicht hin können, noch der, ja, noch der ganze Rest. Ja, müssen wir die Mission leider beenden. Naja, aber passt ja auch mit der Zeit. Wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Was ist jetzt was Wichtiges, weil die Musik spielt nicht? Excel hätte wenigstens kommen können. Hm, okay. Ja, jetzt ist Max Excel auch noch irgendwas komisch. Ja, der hat ein scheiß Gewissen, weil der Roxas nicht sagen kann, was mit Sion los ist, weil... Ja, er weiß, was mit dir ist, Semnas weiß, was mit dir ist, Zeichnungssiegbar auch. Und ja, und alle können es ihm nicht sagen, oder wollen es ihm nicht sagen. Naja, aber ich beende jetzt hier den Part, und dann machen wir im nächsten Part die anderen zwei Missionen, wenn wir es schaffen. Also, bis dann, Leute, und...